Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir haben ja in der letzten Folge, warte mal, ich hab kein Gold mehr. Wo ist meine Goldmine? Ich habe keine Goldmine. Wo ist meine Goldmine? Was braucht meine Goldmine? Meine Goldmine ist faul. Oh mein Gott. Eine Sache, mit der ich nie gerechnet hätte, dass meine Goldmine mal faul ist. Goldmine graben. Graben und so war so schnell wie in deinem Leben noch nie. Grab das ganze Gold aus dem Berg. So, die müssen uns jetzt frisches Gold holen, denn wir haben relativ wenig wieder auf Lager, aber das sollte kein Problem sein. Unsere Kollegen hier kippen fleißig schon seit über 2 Folgen hier das Ganze voll und ihr seht schon, wie weit sie mittlerweile gekommen sind. Das ist echt der pure Wahnsinn. Und ich hoffe, dass wir somit das nächste Mal hier vorne anfangen zu füllen. Ich wette mit einigen euch, ihr werdet euch fragen, warum kippe ich hier nicht zu. Ich bin jetzt noch aktuell überlegen, aber ich will die Fläche danach nicht wieder abgraben. Aber ganz ehrlich, macht das einen Unterschied? Ich kann jetzt erstmal die Kollegen hier abgraben, weil die braucht keiner mehr von uns. Aber vielleicht ist es echt nicht eine schlechte Idee, wenn es sich ausgeht. Das ist genau jetzt die Sache, jetzt kommen wir hier halt zu Short. Es ist natürlich blöde jetzt. Jetzt kommen wir hier zu Short. Das Einzige, was ich machen könnte, ist hier abkürzen noch. Wenn sie das verkippen lassen, dann hätten sie das gleich mal wenigstens weg. Weißt du was, das lassen wir schon mal machen, weil dann ist wenigstens der Weg kürzer. Aber das andere ist halt zu eng jetzt leider. Aber sie kippen ja jetzt auch wiederum hier direkt alles zu. Das muss man ja dazu auch sagen. Oh, wir sind stabil aktuell von den Ladern. Erstaunlich. Genau, als nächstes müssen wir dann eh das hier verkippen und dann können wir hier anfangen, immer weiter das Meer zu verkippen. Aber als erstes will ich die Produktionsflächen hier frei haben, damit wir anfangen können, den Matsch hier umzuwandeln, der hier drin liegt und der eigentlich nur darauf wartet, bearbeitet zu werden. Und das ist halt aktuell die Sache, weil wir einfach darauf warten müssen, dass das funktioniert, damit wir anfangen können, Stück für Stück Sachen zu machen und zu verarbeiten. Wir haben auch in der letzten Folge jetzt hier unsere Produktionen geupgradet. Und ich hoffe, damit das Lager wieder voll wird. Und es wird voll. Bedeutet, wir haben fürs Erste auch wieder das Problem abgewendet, das wir aktuell hatten. So, wir produzieren auch immer noch sehr fein Ethanol. Das ist sehr schön zu sehen. Bin ich nicht auf Stufe 3? Doch bin ich. Das sah so gerade so extrem langsam aus. Aber es soll so sein. Gut. Genau, wir haben außerdem letzte Folge hier die Möbelproduktion um 1 verstellt. Aus dem Grund, dass wir hier vorne anfangen können, unsere Plastikproduktion zu überarbeiten. Stück für Stück. Sie wird mittlerweile von unserer Graphitproduktion befüllt. Somit fällt der eine Arbeitsschritt hier auch weg. Und aktuell arbeiten wir dran, die Produktion ein bisschen anzupassen, zu überarbeiten, damit wir Stück für Stück hier uns verbessern können. Und jetzt gerade schaue ich auch, dass wir hier eine bessere Lösung hinkriegen. Wo ziehst denn du denn... Ne, wo ziehst du das Wasser her? Das Wasser kommt von da hinten, ne? Wie viel Wasser produzierst denn du? Ne, warte mal, hä? Ach nee, das ist eine Leitung, die hier rausführt. Die hier durchführt und die kommt von unserem Wasseranschluss. Okay, also das ist die Mainquelle, die wir hier anzapfen. Eine Sache, die mir natürlich auch Sorgen macht, hier irgendwann wird diese Wasserleitung wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ich hoffe es zwar, aber ich vermute, dass wir irgendwann an ein Limit kommen. Und ich hoffe, dass ich das nicht so schnell erreiche. Okay, hier habe ich auch überall diese Dinger produzierend. Und hier schmeiße ich das Wasser... Nee, ich schmeiße... Oh, ich dachte, ich schmeiße die ganze Wasserstoff weg. Das wäre eine super Sammelquelle gewesen. Glück gehabt. Gut, wir müssen jetzt natürlich hier schauen, dass wir das Ganze sammeln. Würde wir machen hier flache Förderbänder 3. Dasselbe machen wir hier drüben.
Gut, genau. Die Sache ist dahinter, ich versuche das jetzt ein bisschen stylisch zu machen. Dass das eventuell cool ausschaut. Dann können wir unten drunter vielleicht noch was laufen lassen, weil eigentlich... Ja, okay, das Plastik geht dann halt direkt da vorne unten durch und geht auf die andere Seite. Okay, das hat meinen ganzen Plan gerade ein bisschen vernichtet, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Wir setzen das jetzt auch gleich dann, oder so schnell wie möglich natürlich um. Wir müssen bloß den Zeitpunkt abpassen, wo wir es machen können. Weil der Moment, wo wir das umsetzen, wird es kritisch. Da wird es richtig kritisch, weil natürlich daran unsere Versorgung so ein bisschen hängt. Ich lasse gerade das ein bisschen auffüllen, dann können wir nicht den überpumpen und ich sollte... Vielleicht sollte sich dann die Lieferung ein bisschen abhaken. Und dann können wir danach auch die anderen vollfüllen anfangen. Ich muss halt gerade sozusagen nur sozusagen den Moment so ein bisschen abgreifen. Und ja, der eine produziert nicht die Menge, dass er viel machen kann. I know. Aber wir bereiten natürlich auf die Menge vor, die wir dann später eventuell benötigen werden. Genau, hier mal den Zusatztank. Meine Sache ist nicht gerade, was passiert, wenn ich den Wasserstoff hier rausnehme. Ich muss irgendwo nicht das Wasserstoff natürlich noch herstellen. Ist das ein großer oder ist das ein kleiner? Das ist ein Elektrolyser 2 sogar schon. Das ist schon Elektrolyser 2. Autsch. Weil die Sache ist, ich brauche von denen 2. Und hier ist der andere Anschluss. Also der, ich pumpiere Sachen noch extra rein. Das ist natürlich dann eine sehr blöde Situation, wenn ich hier versuche, das reinzusetzen. Vielleicht kann ich den aber auch schlau und mies, wie ich bin, woanders anschließen, ohne dass es jemand merkt. Wie zum Beispiel an die Leitung hier. Ich kann natürlich auch schauen, dass ich das vielleicht hierhin irgendwie krieg. Dann muss ich das nur da unten durch, links, rechts durchpumpen. Ja, ganz genau mittig ist es dann hier auch nicht. Nee. Ja, die Forschungsproduktion habe ich scheiße platziert. Absolut scheiße. Die hätte ich viel besser platzieren müssen. Obwohl natürlich das hier rein theoretisch eine schlaue Sache ist, das hier hinten anzuschließen. Aber selbst dann ist der hier noch im Weg. Für den brauche ich noch einen Platz. Und eigentlich, ganz ehrlich, wäre das Schlauste hier drüben. Nein, kann ich nicht, da ist die Graphitzuladerung. Ah, shit. Ich kann jetzt auch nicht einfach eine Leitung rüberlegen, oder? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, dass ich da so eine Leitung lege? Ich könnte schauen, dass ich hier nochmal eine Leitung durchlege. Und die dann hier anschließe. Problem ist, wenn ich das ganze System überfülle, habe ich ein ganz anderes Problem. Aber rein theoretisch mache ich das so oder so mit dem hier, ne? Und ich habe halt dann hier einen Vorfilter reingesetzt. Das wird mittlerweile so zu so einem blöden Highway. Kann ich vorne rum hier vielleicht eine Dinge senden?
Dann runter, das wäre eine Variante vielleicht noch, wenn ich hier so runter gehe. Hier durch und dann vor mich anschließe an den Tank, wo sie aktuell abzapfen. Aktuell zapfen sie hier ab, ne? Das ist die Leitung, die hier vorgeht. Und wenn ich das dann... So, wir machen das jetzt einfach mal schauen. Oh shit, die Unterführung ist schon voll. Weil das eine Standardunterführung ist. Problem gefunden. Problem muss irgendwie evaluiert werden. Haha, shit. Muss ich eine größere Brücke bauen, ne? Da bleibt nichts anderes übrig, außer eine größere Brücke. Ja, es tut mir leid, du kriegst schon eine neue Brücke. War nicht die Absicht, aber da war kein Platz mehr frei für meinen Rest. So, und hier durch. So, was? Nein, doch. Das wäre natürlich jetzt mega geil. Als ob das so leicht geht jetzt gerade. Don't tell me. Doch, und das ist die Leitung. Das ist der Leitungsanschluss, den ich brauche. So, jetzt ist die Prio da aus. Wir rotieren das. Leeren den. Machen den aus. Dann muss der nicht mehr geleert werden. Wir haben da einen Automatismus drin und wir haben wieder die Fahrzeuge ein bisschen mehr frei. Ist wieder eine Kleinigkeit, die aber wahrscheinlich viel am Ende ausrichten wird. Was ich früher nie gemacht habe, weil ich ganz ehrlich keine Bock über ewig lange Leitungen hatte. Die Sache ist natürlich, ich fördere das jetzt hier in die Hauptleitung rein direkt. Wir machen hier aus und aus. Und die Leitung kriegt halt normalerweise Prio. Was ich jetzt natürlich so ein bisschen überfordern anfange wahrscheinlich. Aber wir werden es sehen, weil ich glaube aktuell ist ja fast nichts anderes außer angeschlossen, außer er hier, der für die Plastikproduktion zuständig ist hier vorne. So, wie schaut's aus? Schaut gut aus. Dann überflutet mal das Gebiet bitte ein bisschen. Das Kabel hätte ich gern verbessert. Einfach, um die Unterstützung besser darzustellen. So. Die Hoffnung ist, dass wir jetzt relativ schnell das Ganze hinkriegen. Schauen wir, wie gut sich das durchsetzt, weil jetzt haben wir gerade halt zum Beispiel gar keine Forschung, die läuft. Aber ganz ehrlich, das macht mir weniger Sorgen, wenn die Forschung nicht so ganz funktioniert. Die Sache ist eher, was mache ich mit dem ganzen sauren Wasser?
Gibt es noch einen Weg, um saures Wasser zu verarbeiten? Ich glaube nämlich nicht. Ich muss jetzt hier noch einen schnellen Schüttgutlager zwischen Punkt bauen. Der wie ein zweiter Eingang eigentlich gilt nur. Nur um unsere Produktion am Laufen zu erhalten. Die Sache ist, die könnte ich jetzt dann hier nochmal nachliefern und dann kann die Produktion nochmal anlaufen. Und das ist ja auch das, was wir raus wollen, so ein bisschen. Weil dann können die arbeiten, der ganze Fluss funktioniert wieder und. Eigentlich an der Ecke, wie ich dir fürs Zustellen zuständig ist. Ich hatte doch einen LKW, der dafür zuständig war. Zuzustellen. Was wird denn der für eine Strecke? Oder kommt der da hinten noch nicht rauf? Das wäre eine tragische Situation, wenn er da nicht rüberkommt. Oh, scheint aber so. Ja, den müssen wir dann hier ein neues Ding machen. Aber jetzt haben wir dann eh bald mehr Wegen und Strecken. Alter, schaut euch die Menge an, die wir hier verkippen. Und das ist ja, das endet ja nicht. Jetzt ist die Auslastung natürlich wieder höher, weil wir schauen, dass wir es leer kriegen ein bisschen. Und wieder Einlagerkapazität kriegen, was aber uns helfen sollte, wenn wir keinen Dünger produzieren können, dass wir wenigstens ein bisschen arbeiten können. Und dadurch sollten wir wenigstens die saure Wasserkapazität und alles runterkriegen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Die Kollegen arbeiten auf jeden Fall auf Hochtouren. Und dann kann ich nicht hier auch weitermachen und dann funktioniert das System auch wieder besser. So, die Kabel sind hier wieder voll. Das ist super. Jetzt schaut das hier schon wieder besser aus. Das Lager ist auch einigermaßen voll. Und es scheint so, dass auch die Lager wieder voll sind. Dann können wir euch auch wieder freigeben. Gut. Das sind natürlich alles so Kleinigkeiten, die sich jetzt miteinander so ein bisschen verhaken anfangen. Anfangen uns Probleme zu machen und alles. Hält der Statue. Eine Statue, die nicht nur den Wert, sondern auch sie hat solch einen positiven Effekt auf die Bevölkerung, dass sie den Wartungsbedarf ihrer Insel um 4% senkt. Um diesen Bonus zu gewährleisten, benötigt die Stadt kontinuierliche Versorgung mit Brenngas. Wenn ich da hinten den Schlamm verwandle, da kriege ich ja Brenngas raus, ne? Bedeutet, ich könnte da eins, zwei von diesen Figuren hinstellen. Die machen dann natürlich einen massiven Unterschied an Wartung. Wenn ich das richtig sehe, 4%. Wenn ich allein zwei von denen brauche, bin ich bei 8%. Das ist massive. Das ist fast ein Zehntel, sagen wir mal ein Elftel, fast ein Zwölftel von unserem gesamten Wartungsaufwand. Das ist schon übel, was wir da wegkriegen würden, oder? Oh, schau dir mal an, was wir da an Fläche gerade verkippen. Das ist ja Wahnsinn. Schau, wie viel war. Das Wahnsinnige ist eigentlich, wie viel wir da oben noch drin haben. Und wie viel. Was zur Hölle? So viel Wartung. Und ich kriege jedes Mal einen Panikanfall, wenn ich die Wassertanks sehe. Aber die sollen ja absichtlich leer sein. Ja, ja. Haben die einen positiven Effekt? Nein. So, wir müssen schauen, dass das verkippt wird. Ansonsten dauert das noch eine Zeit. Ach ja, Gemüse ist wieder voll, Kartoffeln sind voll. Mittlerweile läuft der große Teil schon wieder woanders hin. Mais ist jetzt lustigerweise nicht mehr so voll wie früher. Was ich erstaunlich finde. Jetzt wird vielleicht die Anlage mal voll gehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber wir kommen gut voran, finde ich. Wir kommen gut voran und es geht wieder. Kupfer.
Ich sollte vielleicht mal wieder Kupfer graben. Ich bin im Kupfer. Aber ich grab nicht mehr. So, grabt mal. Was spannend ist, wir bauen ja hier sozusagen gerade uns eine komplett neue Mine auf. Mit ein bisschen Erfahrung von früher, was wir alle schon gelernt haben. Und versuchen dadurch... Oh, schau mal, wie weich das der ganze Ding ist. Das geht hier ganz nah ran. Vielleicht muss ich da dann wirklich eine Schutzwand hinbesetzen noch. Könnte natürlich ein Punkt sein, dass das gemacht werden muss. Aber hier fahren ja... Selbst hier fahren die LKWs durch, weil natürlich das eine Strecke ist, die man nutzen kann. Je nachdem, wohin du willst. Ah, der wollte zum Beispiel Kupfer abholen in dem Fall. Wenn wir in Kupfer stehen, dann sind wir halt wieder gut, ne? Wir stehen jetzt hier im reinen Kupfer, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben jetzt lange Zeit Reste gefressen. Wir nutzen so wenig Kupfer grundsätzlich, dass solche massiven Ausmaße natürlich uns komplett reichen. Ja, wir sind hier nicht mal durch die Mine durch, wir sind voll. Der Sand ist voll und wir sind hier nicht mal ansatzweise beim Graben fertig. Also wir sind sehr, sehr gut aktuell mit allem. Und ihr wisst, was wir auch auf jeden Fall immer anschauen müssen, ist einmal die... Holy shit. Sind die Kollegen durch? Die Kollegen sind durch. Oh mein Gott, wir sind quasi durch fürs Erste. Na, wir werden auf jeden Fall die nächsten Schritte einleiten. Die Ecke. Und ihnen jetzt natürlich den Auftrag erteilen auch. Da gibt es ja genug zu graben. Aber die Fläche wächst und das ist das Wichtige. Die Fläche wächst, wir kriegen Platz, wir können produzieren bald. Und wie gesagt, es dauert ja eh noch ein bisschen, bis wir überhaupt in die Richtung kommen für Brutreaktor. Aber wenn die Fläche schon mal bereit ist, sind wir schon mal wesentlich weiter wieder vor. Wo fahrt ihr hin? Ah, ihr fahrt erstmal über die Brücke. Ihr könnt doch auch hier hinten anfangen. Aber ist gut, wir haben schon mal eine gute Fläche frei. Wir haben natürlich noch viel mehr Fläche. Und wir werden wahrscheinlich auch fast alles nutzen an Fläche, was wir haben. Oh, jetzt kippen sie sich natürlich. Leute, ihr kippt euch gerade hier durch voll. Wie sollen denn die zu euch kommen? Oder sie kommen auch einfach zu euch. Der einzig Schlaue bist du, weil du fährst hier hinten hin und kannst dann zack, zack abbauen. Die müssen jetzt einmal außen rum fahren. Ich sehe schon, welche die schlauen Hasen hier im Stall sind. Obwohl, ich habe da hinten eine Brücke gebaut. Es geht noch, aber es ist dumm. Oh, haben die da vorne überhaupt gerade noch Nachschub? Ist vorne die Leitung gerade leer? Nee, noch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mal zwischendurch jetzt leere Leitungen kommen werden. Leere Leitung? Oh ja, hier ist ein leeres Leitungsstückchen. Also es wird mal kurz nichts geben. Das kann man sich ja eigentlich auch wenig vorstellen. Ach, schau mal, wie viel wir hier verkippen. Es ist so brutal. Schau dir die Massen an, die hier reingehen. Was wir hier nutzen können. Alter. Es ist Wahnsinn. So. Wir geben dir wieder die Erlaubnis, ein paar Server zu produzieren, weil aktuell können wir uns das leisten. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass die Produktion läuft. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die, vor allem die Mikrochips wieder vorankriegen. Die brauchen wir natürlich in Masse, das ist klar, wie Kloßbrühe leider. Aber ich glaube, wir kriegen das noch einigermaßen hin. Kupfer scheint wieder gut zu laufen. Das ist schön zu sehen. Die Anlage können wir eigentlich auch so weit zurückbauen wie notwendig. Ich glaube, eine Wand, die abgerissen werden kann, ist die hier. Aber jetzt bin ich gespannt. Was passiert, wenn ich das abreiße? Rutscht es? Oh ja, es rutscht. Aber nur minimal langweilig. Ja, quasi schon langweilig, was da passiert. Wir haben auch gesundheitstechnisch schon lange kein Problem mehr gehabt, weil wir jetzt mittlerweile ja Medizin haben.
Ethanol sammelt sich so stetig und langsam. Ja, Gemüse ist jetzt mittlerweile lustigerweise eine unserer Produktionssachen, die stockt. Die läuft zwar down, aber wir haben so viel auf Lager, das ist Wahnsinn. Weil die Sache ist ja, wir haben ja für Kartoffeln, für Weizen, für Weizen, genau, und Kartoffeln, haben wir die Abschussrampe. Bedeutet, wenn zu viel kommt, wird es hier hinten reingeballert, wird verarbeitet, fertig. Bedeutet, jede Überproduktion, die wir haben, wird für Treibstoff genutzt. Was natürlich sehr, sehr praktisch grundsätzlich ist, weil wir einfach so mit ein bisschen, sagen wir, Biodiesel immer untermischen. Aber natürlich trotzdem nicht optimal. So, jetzt ist die Sache, wir müssen gucken, was hier passiert. Weil wenn wir jetzt natürlich damit unsere Produktion gerade killen, muss ich mir da noch was anderes überlegen. Aber er kann immer noch anscheinend abläufern. Oder ist da noch so viel hinten? Was, die Leitung so voll? Nee, ich glaube, die wird schon leerer. Ich glaube, es ist einfach der ganze Backup, den wir haben, der jetzt ausgepumpt werden muss. Und dann sind wir relativ safe. Aber hier, Jack, kann ich alles an Gemüse lagern. Gemüse ist mittlerweile eine Überproduktionsfläche wieder. Das glaubt man kaum. Es ist halt viel Balancing. Und das muss man natürlich alles unter einen Hut kriegen. Aber ich bin zufrieden. Also ganz ehrlich, ich bin bis heute sehr, sehr zufrieden mit dieser Mini-Produktion, die ich hier gebaut habe. Weil es ist eine sehr komplexe, verzwickte, ineinander fließende Produktionsanlage, die voneinander abhängig ist, aber die ich trotzdem immer wieder umbauen kann, immer wieder ein bisschen tweaken kann, ohne dass ich zu große Ausfälle habe. Klar, es fallen zwischendurch Sachen aus, weil ich irgendwas nicht mehr gescheit im Balance habe. Aber wir haben es ja ein paar Mal gesehen, ich kann hier drin rumschrauben und es funktioniert. Zum Beispiel Glas funktioniert mittlerweile super, finde ich. Und ist eine der besten Produktionsanlagen, die ich gebaut habe. Auch clean ist sie. Genauso hier Beton. Sehr clean, sehr funktional. Klar, die Sachen hier nicht. Die müssen wir nochmal überarbeiten. Da bin ich eben überlegen, ob wir das nicht ein bisschen anders aufziehen. Vielleicht auch ein bisschen flotter machen von der Produktion her. Damit das besser wird. Gold ist sehr, sehr riesig. Aber da ist ja auch ein großer Zweig hinter. Aber funktioniert auch einwandfrei. Das hier ist natürlich mega cool geworden. Die erste war so, meh. Weil da habe ich alles dauernd rumlaufen lassen. Das war halt einfach eine Produktion, die auf Effizienz gesetzt hat. Also das Zeug war ja auch teuer und hat viele Teraflops gefressen. Heute ja gar nicht mehr so das Problem von uns. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir erweitern wieder mal unsere Solarpaneele. Und das machen wir so Stück für Stück immer so ein bisschen. Auch wenn es ja, wie gesagt, ich sage, es ist immer noch eigentlich nicht notwendig. Aber ich sehe den Sinn dahinter, dass wir einfach eine Backup-Stromversorgung haben. Das schaut aus, als ob hier Moos wäre. Wenn man weiß, was es ist, will man es nicht mehr. So, und jetzt hat kommt ein bisschen was dazu. Jetzt haben wir schon wieder mehr. Wenn wir jetzt hier gucken, Solar ist mittlerweile mit fast 5 Megawatt dabei. Das ist natürlich schon eine saubere Ansage. Also echt eine saubere Ansage. Wie viel haben wir denn noch? Nicht viel. Kann ich hier noch einen hinplatzieren, rein theoretisch? Nein. Die beiden Baum war auch noch. Oh, da habe ich genau ins Gold reingezogen. Das war wieder sehr schlau. Die Anlage läuft natürlich auch super. Schauen wir, letztens ist jetzt irgendwie auf die Hälfte. Die Serverschränke sind natürlich auch alle voll. Von daher natürlich auch absolut kein Problem. Die neue Kupfermine, die läuft auch, finde ich, brillant. Und von der Positionierung auch hier auch nicht schlecht. Also wir müssen irgendwann das hier verschieben, absolut. Aber vielleicht können wir bis dahin schon ein bisschen die Kupfermine reinfahren. Und dann sozusagen in der Kupfermine die Abholung machen. Dann sollte das auch natürlich wieder besser gehen. Wäre natürlich dann ein Träumchen. So, die werden auch entleert. Obwohl rein theoretisch. So, mal ganz ehrlich, ne? Ich kann ja Folgendes machen. Ich baue jetzt hier eine Brücke rein, ne? So eine Casual-Brücke. Dann nehme ich mir hier ein U-förmiges Förderband. Und setze es einfach hier dran.
dann ist das Problem auch gelöst. Ganz ohne Probleme. Dann leert der sich nämlich von alleine. Und je besser wir natürlich im Kupfer stehen, desto einfacher wird es, hier die Sachen vollzufüllen. So, ja, jetzt tut der sich da reinmixen. Weißt du was, wir tun das sogar noch ein bisschen verschnellern. Dann wird es hier nicht auch schön leer sein. Und damit das Ganze auch hier drüben sich noch einmischt, kriegt es hier drüben auch noch eine Verstärkung. Zack. Und dann egal was ist, auf beiden Seiten füllt er die Lücken auf, kann sich ohne Probleme hinzufügen. Man könnte es leichter machen mit einem Verteiler, aber fand ich gerade irgendwie lustig. Vor allem wird das Lager leer und die müssen sich schon gar nicht mehr um das da kümmern, weil einfach, da sagen wir hier, wenn da hinten voll ist, dann mach mal. Aber grundsätzlich ist es selber zu verkippen und alles. Easy. So soll es laufen eigentlich, ne? Gut, aber ich denke, es passiert nicht immer viel, aber wir machen viele kleine Adjustments, die viel Auswirkungen auf die komplette Produktion haben. Weil ich glaube zum Beispiel sowas wie diese Leitung, die wir jetzt hier gezogen haben, wo ist sie denn da? Wird einen großen und stetigen Unterschied machen zu der ganzen Anlage. Wir werden es halt nicht dauernd merken, aber es wird einen Unterschied machen. Auch wenn es irgendwie sehr gleich bleibt die ganze Zeit. Über den 198. Ich bin gespannt, wie weit wir es runterkriegen. Oder ob die Leitung die Kapazität nicht halten kann. Der spannendste Indikator wird gleich einfach sein, er hier. Weil wenn er irgendwann leer ist, dann hat sich es eh erledigt. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das nicht so schnell funktioniert. Genau. Aber, genau. Und dann nächstes Mal machen wir hier weiter. Dafür brauchen wir halt genau die Entfernung dieses Lagers. Vielleicht können wir das auch mal optimieren. Ich werde mal vielleicht habe ich Zeit irgendwann mal, mir das anzuschauen, weil das doch ein großes Wirrwarr ist. Vielleicht kann ich da irgendwas Kompakteres, Funktionaleres bauen, was mir eine Leistung bringt. Wäre auf jeden Fall mega cool. Weil das ist jetzt auch schon eine relativ alte, gewachsene Anlage. Vielleicht kann man die irgendwie umplatzieren, umbauen. Wie gesagt, geil wäre natürlich hier hinten drin, absolut. Aber ich glaube es nicht. Dann könnte man den Hafen vielleicht auch hier hin verlegen und von da aus was rausschicken, geschossen. Aber ich will ja rein theoretisch sonst die Farm in Zukunft vergrößern, wenn notwendig. Hier sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass wir bald hinten anschließen können. Was natürlich auch bedeutet, wir werden wahrscheinlich Ende nächster Folge, Anfang übernächster Folge, anfangen können, den Schlamm zu verarbeiten. Was bedeutet, wir können endlich den Schwefel wegbringen. Was dann noch mehr Sinn bringt, das saure Wasser so schnell wie möglich zu verarbeiten. Aber ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo es Stück für Stück weiter Richtung Ziel geht. Dem Ende entgegen, Richtung Rakete. Also, bis dann. Ciao.